Da will ich lieber das hier. Ne? So. Beide. Ach so, dafür muss ich beide drücken. Okay, dann passe ich einfach auf, dass ich das eben nicht mehr tue. Entscheidungsschlacht muss ich. Die habe ich doch schon. Irgendwie verbuggt. Irgendwie komisch. Entscheidungsschlacht. Ach so, davon habe ich nur das erfüllt. Voraussetzung mindestens 100 Punkte. In Ordnung. Gefechtspunkt. Ah. Hier kann ich das auch alles einsehen. Gewinne mit 2 Level 10 Spielern. Ach so ist das. Glockengriff 2. Ja, das wäre dann toll. Hoffentlich kriege ich jetzt direkt einen in meine Gruppe, was aber nicht so aussieht. Einladen. Der Gruppe beigetreten. Welche Stufe bist du, Alexis? Wo bist du? Da. Stufe 19. Drücken wir Start. So, jetzt wird es ernsthaft zu einem Multiplayer. Fickst du mich, fickst du mit dem Falschen. Yeah. Das musste einfach mal gesagt werden. So, wer auch immer dieser Alexis ist, kommt sehr wahrscheinlich aus Deutschland. Ein Anfänger-Seelenforscher. Sehr interessant. Ist 8 Stufen über mir, daher wird die Person wahrscheinlich alles hier für mich machen, alles rumschnetzeln. So, kommt an, ihr Viecher. Da-da-dam. Da, ich kann mich selbst umbringen. Hauptsache, ihr trefft mich dadurch nicht. Oh ja. Oh, wie schön das ist. Ja, das erste Mal, dass hier jetzt zusammengespielt wird. Dieser Alexis kennt wahrscheinlich irgendetwas, was ich noch nicht kenne. Also ich weiß, dass hier jetzt Seelen kommen. Haha! Wie angekündigt, nicht wahr? Oh, und ich glaube, mir ist jetzt gerade erst etwas aufgefallen, was wohl nicht hätte sein dürfen. Ich denke, mittlerweile gibt es eine ziemliche Bild-Ton-Verschiebung, weil ich hier seit Stunden am Stück aufnehme. Diese Tonverschiebung tut mir leid. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Muss ich jetzt... Okay. Mann. So. Kriege ich eine Antwort? Das wäre cool. Sag mal an hier. R drücken. Okay. Vielen Dank. Ah, so tritt man auch. Sehr schön. So tritt man auch. Dass man hier in diesem Spiel ja alles erklärt bekommt.
alles kurz und klein schlagen. Ach Gottchen, ist das. I need life. Na, ich weiß nicht, mit dass 20% der Lebenspunkte abgezogen werden, das ist, finde ich, einfach ziemlicher Bullshit. Nein, ich wollte ihn doch finishen. Schade aber auch. Ah, interessant, man kann die Fallen also auch provisorisch schon mal zerstören. Sam. Kazam, da hinten liegt noch ein Objekt. Deine Gruppe geht doch nichts neben dir. Nein, ich will mitkommen. Ich will mitkommen. Danke sehr. So, gut ist es. So, und weiter geht's, weiter geht's. Bam. Dup, 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 dup. Kabam, kabam. Und alles zerschnitzeln. Eigentlich hätte ich mich vielleicht Metzger-Schoki nennen müssen oder irgendwie sowas in der Art. Immer noch nichts. Süppeln wir uns was. Ja, ganz fein. Pardon. Not, I want to destroy. Nihi, I destroyed. Ach Gott, irgendwie ist das herrlich sinnlos, wenn man das mal sich selbst Leben abzieht und dann noch so verdammt viel. Nee, nee, nee. Das ist nicht meine Art zu spielen. Ich hab einen Kopf im Arsch. Not nice. Was ist denn jetzt hier, Kollege? Geht schon vor, schnitzelt vor, alles klar. RRR. Nein. Ich hab nicht gefinisht. Wie, das sah grad auch so ziemlich danach aus. Oh no. Ah, es ist wieder das große Leuchten auf Doom. Und kabam, kabaff. Und alles muss drauf gehen. Kick it like Beckham. Magisches Pulver. Ein Erg-Kristall. Wozu auch immer die Teile sein sollen. Potzerbrecher. Blub, 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 die armen kleinen Seelen. Man hat fast schon Mitleid mit ihnen. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum letzten Gebiet. Zum letzten. Allerletzten. Danach mache ich auch endlich eine Aufnahmepause. Oh ja, der Dicke da.
Und es gibt noch mehr Skills, wie sich hier herausgestellt hat. Durch unseren Partner. Oh, und es gibt noch mehr Gegner. Na? Meine Güte, ja, das dauert ja wieder. Ach Gott. An sich ja nicht schlecht, diese ganze Idee. So. Boah, was für eine Geräuschkulisse. Geht alles kaputt hier. Muss ich nur aufpassen, dass er nicht wieder seine komische Wirbelattacke macht. Oh, 6 Schaden mit einer Vase. Süß. Joink. Oh ja, das macht aber schon ordentlich Schaden. Do not hurt me. I did not hurt you. Das war nicht so gut. Yeah, komm. Turmbau zur Babel. Kick. Komm schon, das ist das Letzte. Okay. We have nothing more for you. Nein. Wie dumm von mir. Wie unbedacht. Verdammt. Au, fuck. Ja, ich bin schwerst angeschlagen. Ich habe Muskelschäden. Deine Verletzung. Deine Muskeln geschwächt. Ja, ist gut. Nicht schon wieder auf mich. Ow. That fucking hurts me. Okay. Getötet. Allerdings ohne Speer. Also gibt es dafür wahrscheinlich wieder keine Punkte. Yes. So, gut gemacht. Well done. Handschuh des blutroten Zorns. So, was hat uns das gezeigt? Nichts. Wir haben ihn einfach nur umgebracht. Und kann mich selbst fast damit umbringen. Bam, Stufe 12, yeah! Battle cleared. Und damit auch erstmal diesen Part. Der wievielte das jetzt auch sein mag, ich weiß. Wow! Das ist doch mal ein schönes Ende, oder? Gefechtspunkte 125%. Wir haben zwar nichts von den eigentlichen Bonusbelohnungen geschafft. Ja, aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Du kehrst in 10 Sekunden zu der Stadt zurück. Angriff. Zerstörungswut. So. Und jetzt, wo wir wieder in der Stadt sind und einmal den Rang SSS Smoking Six Style bekommen haben. Oh, und ich habe Handschuhe. Ach so, das sind die des blutroten Zorns. Ne? Cool. Och, und ich habe ja noch den Helm bekommen. Oh fuck, jetzt sehe ich aus wie ein Araber. Ui. Okay, dann sehe ich aus wie ein Araber. Und sage damit jetzt auch erstmal
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Naja, das sage ich jetzt zum ersten Mal. Es ist die erste Aufnahmesession gewesen. Naja, jetzt habt ihr auch mal einen Einblick bekommen von diesem Spiel Vindictus. Es ist noch... Naja, jetzt, wenn ihr es wahrscheinlich seht, ist es nicht mehr in der Closed Beta. Die wird für mich jetzt noch 2 Tage gehen. Ich werde versuchen, da wahrscheinlich noch einiges draus zu machen. Allerdings wird da nicht so viel, denke ich, bei rumkommen, als das, was wir so ohnehin schon gesehen haben. Ja, da schaut ein bisschen grimmig aus der Wäsche. Ach, das, wisst ihr, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist die Aufgabe beenden. Ich gehe noch einmal zum Söldnerlager und werde die Dialoge richtig vorlesen. Einfach ganz normal, wie es sich auch gehört. Hauptmann, der Neuling ist zurück. Schokozwerg, dir ist nichts passiert. Gut gemacht, Schokozwerg. Ich habe eben einen Bericht erhalten, dass du das Gebiet deutlich ruhiger geworden ist. Habe ich gerade falsch vorgelesen? Ich glaube schon. Aotan klopft dir auf die Schulter. Aber wir können noch nicht aufatmen. Die Gnolle und Fomori, die Famosen, scheinen wieder zusammenzuarbeiten. Aber jetzt haben wir erst einmal etwas für dich. Aotan dreht sich zu Marek. Marek? Marek scheint Aotan nicht zu hören. Diese Daten müssen weiter untersucht werden. Kiara, wo sind die Unterlagen von den Speer der westlichen Ruinen? Hier sind sie. Also wenn wir diese Teile zusammentun... Marek scheint beschäftigt. Hey, junger Mann dort drüben. Hast du eine Minute? Ja, Hauptmann, Herr. Kadett Ellis, zu Ihren Diensten. Geh hoch und bring mir einen veterangewandten Waffenrock, ja? Ja, mein Herr, sofort. Ellis stolpert in seiner Eile fast die Treppe hinauf. Er bremst bergauf. Du hörst ein lautes Poltern, als ob etwas Schweres heruntergefallen ist. Er muss sich doch nicht beeilen. Na, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Hier, bitteschön, mein Herr. Jetzt hast du deine gesamte Veteranenausrüstung. Juhu, endlich. Sehr gut, eine Sache noch. Alle Klingen, die Veteranen sind, erhalten eine zusätzliche Lagerkiste. Ich habe eine Lagerkiste und jetzt kriege ich eine zusätzliche. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Ah, das ist die Lagerkiste. Mein Inventar. Alles klar. Siehst du die zusätzliche Lagerkiste in deinem Inventar? Jetzt schon. Nutze sie weise. Wow, Schokozwerg, du bist spitze und ich weiß nicht, warum meine Stimme eben so hoch ging. Nun, Gwyn ist natürlich auch spitze, also... Der muss dich wirklich nicht bewundern, Schokozwerg. Ich wünschte, ich könnte dir etwas Ruhe gönnen, aber da gibt's etwas, was du vorher erledigen müsstest. Geh und rede mit Gwyn. Peng! Gwyns Rache. Ich glaube, sie hat dir etwas zu sagen. Oh nein. Belohnung. Sprich mit Gwyn. Heute nicht mehr. Nee. Keine Lust. So episch, wie wir hier stehen, werden wir auch beim nächsten Mal wieder dabei sein bei Let's Play, Let's Test, Let's Beta Invictus. Nee, nicht Invictus. Vindictus heißt das Spiel. Mit V am Anfang, Vindictus. V. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt doch mal eben umziehen. Das ist die Veteranenhose. Wieso sieht man so scheiße aus? Es ist ein Veteranenhelm, das Premium-Rekrutenstiefel. Wieso habe ich keine Stiefel dazu bekommen? Schon traurig. Naja, wie gesagt, so wie wir hier stehen, werden wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bei Vindictus, Closed Beta, whatever, wie ich das nennen werde, ich weiß es noch nicht. Und nochmals, ich entschuldige mich für die wahrscheinliche Tonbild.
Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Verschiebung, genau. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit am Stück aufgenommen und es kann sein, dass Fraps das nicht so hinbekommen hat und dass jetzt die Sachen ein bisschen verschoben sind. Daher entschuldige ich mich an dieser Stelle dafür, dass jetzt wahrscheinlich schon ein bis zwei Dutzend Parts da sind. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal.